Coop 50 Plus, ein Projekt, das für die Reintegration von Langzeitarbeitslosen über 50 Jahren in das Arbeitsleben steht. Uwe Leffler ist 51 Jahre alt und einer der Coop 50 Plus Teilnehmer. Er blickt auf ein bewegtes Arbeitsleben zurück. Ja, also begonnen hat mein Werdegang im Glaswerk Schott und weiterhin von Schott aus, wo ich einige Jahre gearbeitet habe, ging es dann über einige Umwege. Ich habe zwischendurch eine Umschulung noch gemacht, in die Tischlerei zum Beispiel. Und danach ging es dann weiter zur Firma Fibercore in Mauer. Und dort war ich an Anlagen tätig in rollender Schicht. Ja, und danach, wo es dann dort etwas reduziert wurde an Arbeitskräften, bin ich einige Zeit arbeitslos gewesen, arbeitssuchend gewesen. Jenarbeit hat mir dann die Möglichkeit eröffnet, in dem Coop-Projekt 50 plus mitzumachen. Bereits nach kurzer Zeit interessierte sich die Piepenbrock-Dienstleistungsgruppe für den Projektteilnehmer. Unmittelbar darauf war es bereits geschafft. Uwe Leffler konnte sein vierwöchiges Praktikum als Hausmeister und Hallenwart im Sporthallenkomplex Jena-Lobeder West beginnen. Zu seinen Aufgaben gehört jetzt unter anderem die Schließsicherheit im gesamten Objekt, die Schlüsselausgabe, Servicedienstleistungen für Vereine, wie zum Beispiel Duschmarkenverkauf oder das Helfen beim Auf- und Abbauen von Sportgeräten. Uwe Leffler teilt sich mit seinem Kollegen, ebenfalls ein Teilnehmer des Coop 50 Plus Projekts, in ein Schichtsystem in die Aufgaben hinein. In unregelmäßigen Abständen besucht ihn Angela Hörmann, die Bereichsleiterin von Piepenbrock Dienstleistungen. Coop 50 Plus, auch für sie eine völlig neue Erfahrung. Ja, wir haben durch KIJ einen Auftrag bekommen und diesen hier in diesem Turnsportzentrum. Und da ich Mitarbeiter dringend gesucht habe, sind wir halt dann dazu gekommen, dass wir zur Jenarbeit gegangen sind. Dann habe ich mit einem Herrn von Jenarbeit gesprochen. Der hat gesagt, Mensch, gehen Sie doch mal da und dahin, wir haben da ein ganz tolles Projekt. Und dann habe ich mich an den Norbert Müller gewandt und der Herr Norbert Müller, der konnte mir dann helfen, indem er das passende Personal rausgesucht hat, indem wir Vorstellungsgespräche vorbereitet haben. Und dann hat er mir einiges über dieses Projekt erzählt, dass halt das auch positiv für den Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist. Und dann hat er mir so einige Details erzählt und ich war da eigentlich begeistert, dass es überhaupt sowas gibt. Und diese Begeisterung hält an. So steht bereits unmittelbar nach der Übernahme zweier Arbeitskräfte aus dem Projekt eines mit Sicherheit fest. Wir sind immer wieder bestrebt, neue Mitarbeiter von Coop zu übernehmen. Wir sind jetzt wieder so weit, dass wir sagen können, wir hätten gerne noch einen dritten Mann eingestellt, den wir dann auch über das Coop-Programm zu uns holen werden. Und denke ich mal, man sollte da immer darauf achten, dass man halt immer wieder sieht, mit jenen Arbeit zusammenzuarbeiten, weil es ist ganz einfach einfacher für mich auch, weil ich dann eigentlich diese ganze Belastung mit den Bewerbungen und sowas alles nicht habe. Ich sage halt, hallo, jenen Arbeit, ich brauche Mitarbeiter, so und so müssten sie sein und dann funktioniert das. Uwe Leffler ist voller Elan in seinem neuen Areal unterwegs und wer weiß, vielleicht ist das ja noch viele Jahre so. Ja, ich würde es mir natürlich wünschen. Richtig tätig bin ich eigentlich so seit Anfang diesen Monats. Vorher, wie gesagt, diese 4 Wochen Praktikum und jetzt seit 1. August dann hier fest angestellt. Und das wäre natürlich eine Tätigkeit, ein Beruf, den ich mir auf längere Sicht vorstellen könnte, ja. So wird er wohl noch eine ganze Weile von Tür zu Tür gehen und nach dem Rechten schauen. Auf seiner neuen Arbeit.